Die Mafia in der Schweiz. Seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, sollen die Mitglieder der kalabrischen 'Ndrangheta von Frauenfeld aus operiert haben. Dick drin sollen auch Antonio N. und Raffaele A. aus Frauenfeld gewesen sein, bis zu der Verhaftung in Italien. Nachbarn können es kaum fassen. Im Bericht von David Karasek, Remo Müller und Julian Küng erzählt der Nachbarin vom herzlichen Verhältnis zum Antonio N. In dem unscheinbaren Häuschen im thurgauischen Matzingen soll der angeblich Mafia-Boss gelebt haben. Zusammen mit seiner Frau und der Familie von seiner Tochter. Von aussen deutet nichts auf eine kriminelle Organisation hin. Und auch in der Nachbarschaft ist der 65-jährige Antonio N. beliebt. Sebastian Corcia wohnt gerade nebenan. Sie grillt regelmäßig mit der italienischen Familie, hat engen Kontakt und kann nichts negativ sagen. Das ist liebe Familie, Antonio ist liebe, alles, Familie ist gut. Mhm. Und kein Problem, nie eine Mal mit dieser Familie. Ich so liebe Familie. Das Video bringt die ganze Sache ins Rollen. Es soll ein Treffen zeigen von der kriminellen Organisation 'Ndrangheta in einem thurgauischen Boccia-Club. Rund ein Dutzend ältere Männer sitzen am Tisch und reden über Erpressung, Kokain- und Heroinhandel. Die italienischen Behörden fackeln nicht lange. Der Raffaele A. und Antonio N., die beide im Thurgau wohnhaft sind, werden in Süditalien festgenommen. Antonio N. hat eine grosse Familie in Frauenfeld. Sohn, Töchter und Cousin wohnen alle in der Nähe von seinem Haus zu Matzingen. Tele Zürich können mit der Frau und der Tochter von Antonio N. reden. Sie sagen, er habe überhaupt nichts mit der Mafia zu tun und sie hoffen, dass er bald wieder zurückkommt, weil er um einen Tumor leide und Depressionen habe. Auch der Raffaele A. sitzt in Calabria seit ein paar Tagen hinter Gitter. Er ist in Frauenfeld jahrelang Taxi gefahren und hat am Schluss sein eigenes Taxiunternehmen gehabt. Im Mai 2013 hat er das Unternehmen ihm verkauft. Der Harry Sutter hat den angeblichen Mafiosi gut gekannt und ist aus allen Wolken gefallen, die er von der Verhaftung gehört hat. Das einzige Auffällige ist, an ihm ist sein Unauffällige. Wahrscheinlich, weil er ist ein Ruhiger und kann es mit jedem gut. Auch von seiner alten Kundschaft her, die fahren immer noch, wenn er für mich fährt. Die fahren immer gerne und fragen, wie geht es ihm und so, was macht er. Er war wirklich sehr beliebt überall. Also, von dem her, ich kann mir das nicht vorstellen. Die italienischen Behörden sind aber davon überzeugt, dass die beiden Teil einer lokalen 'Ndrangheta-Zelle sind.